Willkommen zu Österreich aktuell am Dienstag. Das sind die Themen. Weiter geht's für Sie nun unter anderem auch mit der Kultur am Dienstag auf LT1. Frau Holle kann's wohl nicht lassen. Sie schüttelt ihre Betten aus und lässt das Land unter einer weißen Schneedecke verschwinden. Gerade jetzt sehnen sich viele aber nach bunten Farben und luftigen Kleidchen. Das Highlight anlässlich der 5-Jahresfeier der Linzer Lederfabrik war die Modenschau von Trachtenegger. Der Familienbetrieb zeigte, was wir in der kommenden Saison zu Trachtenfesten bellen und jetzt wird's romantisch zur Hochzeit anziehen werden. Ja, kurze Werbepause für Sie und dann geht's weiter mit der Kultur auf LT1. Willkommen zur Kultur, schön, dass Sie mit dabei sind. Dieses Mal darf ich Sie aus dem Lentos Kunstmuseum begrüßen, wo die niederländische Künstlerin Mathilde Tierheyne ihre puppenhaften Arbeiten ausstellt, die sich mit Gewalt, Schmerz und der kulturellen Geschlechterrolle auseinandersetzen. Anja Lienhardt hat die Künstlerin getroffen. Mathilde Tierheyne zu sehen im Lentos Kunstmuseum. Heute darf ich Ihnen aber auch das Mühlviertler Schlossmuseum in Freistadt ans Herz legen. Dort zeigt die Ausstellung Something Different Arbeiten österreichischer und tschechischer Fotografen, die via Fotografie miteinander kommunizieren. Und was sonst noch in der Kultur alles los ist, das sehen Sie jetzt in der Vorschau. Ja, das war's mit der Kultur. Ich sag danke fürs Einschalten. Die nächste Kultur gibt's wieder Dienstag ab 18 Uhr hier auf LT1. Auf Wiedersehen.